Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Echolot Profis on Tour. Mein Name ist Sören von echolotprofis.de. Ich habe mich hier quasi heute mit an Bord geschummelt bei einem ganz besonderen Gast, nämlich Ina aus Hamburg. Moin Moin, ich bin die Ina B., wie gesagt aus Hamburg. Ich gehöre zum Team Hummingbird Germany und bin heute bei den Echolot-Profis dabei. Genau, und Ina wird euch eine ganze Menge erklären, wie ihr mit den Geräten umgeht. Freut mich, dass das geklappt hat. Super, ja. Wetter soll auch gut werden. Ja. Und ein bisschen Angeln machen wir auch noch, ne? Bestimmt. Ja, dann mal los. Komm, Ladies first. Steig ein. Schickes Boot, so ein Trecker, das muss ich ja mal sagen. Ein bisschen Platz haben wir auf jeden Fall. Okay. So, mal wegen Platz losgehen. Liebe Leute, ich bin's wieder, eure Ina B. Ich bin mit Sören Panse von den Echolot-Profis gerade auf dem Wasser unterwegs. Ich bekomme von euch häufig Zuschriften. Und zwar wird mir folgendes Problem immer wieder geschildert, Sören. Okay. Die Echolot-Einstellungen von den Leuten bleiben nicht gespeichert. Ja. Wie kann das sein? Ich kenne das Problem zur Genüge. Das werden wir nämlich am Telefon auch ganz häufig gefragt. Ja. Und das hat nur einen einzigen Grund und dieser Grund ist ganz einfach. Wenn Einstellungen im Echolot nicht gespeichert werden, dann liegt das nicht am Hummingbird und auch nicht an anderen Geräten. Ja, es liegt daran, dass ihr im Demo-Modus unterwegs seid. Das sagt der Name auch schon, es ist ein Demo-Modus, in dem kann man sich die Sachen angucken, aber man kann Einstellungen nicht speichern. Wichtig ist, wenn ihr Einstellungen vornehmt, macht das bitte im Realmodus auf dem Wasser. Es macht sowieso keinen Sinn, vorher irgendwelche Sonareinstellungen am Gerät zu treffen. Das braucht man nicht, weil die Situation auf dem Wasser immer eine andere ist. Wir haben hier gerade die totale Blaualgenpest, alles voll grünes Wasser. Ja, das hätte ich zu Hause jetzt nicht gewusst, dass das hier so aussieht. Also hätte ich mir mein Gerät auch völlig falsch eingestellt. Merkt euch! Wenn Einstellungen nicht gespeichert wurden, dann liegt es daran, dass ihr im Demo-Modus wart. So einfach ist das, Leute. Weitere Informationen finden Sie unter echolotprofis.de. Wir beraten Sie gerne.